Was ist eigentlich die besondere Herausforderung daran, Nachhaltigkeitsentscheidungen zu begründen? Das ist eine der Leitfragen dieser Lerneinheit 10 zum Thema Nachhaltigkeit und das Gerangel der Entscheidungsprämissen. Und angeschaut haben wir uns die Entscheidungsprämissen bereits in der Episode 1, auch diese unterschiedlichen Entscheidungstypen, die alle jetzt für heißen. In der Episode 2 haben wir uns das Design der jetzt für jetzt, der jetzt für andere und der jetzt für jetzt für dann für Selbstentscheidungen angeguckt. Und in der Episode 3 gucken wir uns die Kernnachhaltigkeitsentscheidung an. Jetzt für dann für andere und welche Widersprüche sie hervorruft. Das heißt, Sie können das Design dieser großen Nachhaltigkeitsentscheidung jetzt für dann für andere. Sie kennen den besonderen Begründungsmangel und wie man damit umgeht und welche Widersprüche insgesamt hervorgerufen werden, wenn ich versuche, alle unterschiedlichen Entscheidungen gleichzeitig anzuwenden. In der Tabelle haben Sie nun die jetzt für dann für andere Veranstaltungen nochmal gespiegelt zu den jetzt für dann für selbst. Der Unterschied ist ja praktisch der Raumbezug, dass es nicht darum geht, dass ich etwas auslöse, was eine Wirkung auf mich selber zurückbringt, sondern was anderen eine Wirkung bringt. Nochmal zur Erinnerung, das jetzt heißt, jetzt löse ich eine Ursache aus, dann in der Zukunft, später in der weiteren Zukunft, weiter entfernt als 2 Jahre, 2, 5, 10 Jahre, gibt es eine Wirkung, das ist das dann. Und diese Wirkung ist nicht eine Wirkung für mich, sondern es ist eine Wirkung, die andere trifft oder die anderen zukommen soll. Das ist jetzt für dann für andere. Andere sollen morgen eine Wirkung haben. Und der Inhalt dieser Wirkung wäre auch so etwas wie bei jetzt für dann für selbst. Investitionen in die Zukunft sind fast immer Vorteilssicherung oder Optionen schaffen, Optionen erhalten, die wir morgen brauchen für eine lebenswerte Welt, für eine leistungsfähige Wirtschaft, für ein gesundes eigenes Leben. Also ich sichere die Lebensgrundlagen. Und für andere, ja, das ist die Frage, wie weit geht das mit den anderen? Im Nachhaltigkeitskontext kennen die das, kennen Sie das. Da wird ja auch viel von den anderen Generationen gesprochen. Die Generationengerechtigkeit, die Lebensbedingungen für die Menschen, die jetzt noch nicht da sind, aber irgendwann mal da sein werden. Warum soll ich das jetzt schon berücksichtigen? Ich würde ja sagen, in unserem Entscheidungsprozess, Problemdefinition, Alternativensuche, Alternativenbewertung, Realisierung, ist die größte Herausforderung die Frage, will ich überhaupt in meine Problemdefinition hinein diesen Aspekt nehmen und sagen, es muss auch generationengerecht sein. Es muss eine Wirkung haben für nachfolgende Generationen. Was muss ich denn können? Was muss ich für eine Haltung haben, um das zu tun? Die Andeutung sehen Sie schon mal hier in der Tabelle. Ich muss mich als Teil eines großen Ganzen empfinden können. Eben nicht nur der Blick auf mich selbst zurück, sondern zu sagen, das, was ich tue, ist eingebettet in ein großes Ganzes. Wie weit geht das Ganze? Und wie kann ich das begründen, dass ich etwas für das große Ganze tue? Das nenne ich eine Art Spiritualisierung der Gründe. Gehen wir auch gleich noch einmal drauf ein. Welcher Typ von Entscheidung ist das? Was finden Sie jetzt hiermit angedeutet? Es gibt ganz pragmatische Hinweise, aber interessanterweise übrigens gibt es nicht viele bei diesen jetzt für dann für andere Entscheidungen. Nehmen Sie sowas wie Hochwasserschutz. Hochwasserschutz heißt, dass man alle Wasserschutzanlagen an Flüssen am Meer so baut, dass sie einem Jahrhundert Hochwasser gerecht werden. Also einem Hochwasser, was aller Wahrscheinlichkeit danach einmal im Jahrhundert eine bestimmte Höhe erreichen würde, wo sie die dahinterliegende Infrastruktur zerstören würde. Also ist der Hochwasserschutz so ausgelegt, dass dieses Maximum erreicht wird. Die Deiche haben diese Höhe. Vielleicht wissen Sie, im Augenblick werden Deiche erhöht. Offensichtlich scheint man auch ein anderes Jahrhundert Hochwasser zu fürchten. Das Interessante an dieser Art von Erscheinung ist, dass jetzt für dann für andere im Wesentlichen eine gesetzlich hervorgerufene Wirkung ist. Wir müssen uns so verhalten, weil das Hochwasserschutzrecht entsprechend angepasst wurde. Kommunen müssen hier investieren. Und das heißt, sie müssen heute Zeit, Geld und Aufmerksamkeit investieren für ein Hochwasser, was vielleicht morgen, was aber vielleicht auch erst in 99 Jahren kommt, wenn keiner von uns mehr da ist. Denkmalschutz, auch so ein interessantes Thema. Denkmalschutz bedeutet, es gibt ein Gesetz, das heißt,
dass das, was ich besitze und unter Denkmalschutz steht, ich nicht verändern darf, damit nachfolgende Generationen einen Eindruck davon kriegen können, auf welchen Schultern sie stehen, wie Kultur, welche Produkte Kultur früher hervorgebracht hat. Ich habe also einen erheblichen Trade-off. Ich habe eine Restriktion. Ich darf es nicht verändern. Auch das ist gesetzlich erzwungen. Das heißt, es ist nicht dem Einzelnen überlassen, ob er den Blick auf das große Ganze hat und bereit ist, ein bestimmtes Verhalten zu unterlassen und das, was denkmalwürdig ist, auch als solches zu erhalten. Anderes Beispiel, ein Waldbesitzer, privater Waldbesitzer, forstet seinen Wald auf, forstet immer wieder, also pflanzt immer wieder Bäume, die in 80 bis 100 Jahren geerntet werden können. Für wen? Klare Aussage, für meine Kinder, die den Wald erben werden, für meine Enkelkinder. Das sind jetzt für dann für andere Entscheidungen. Ausbildungsversicherung von Eltern. Sie sagen, wir legen heute Geld zurück, damit unsere Kinder morgen eine Ausbildung machen können. Auch das ist sicherlich sehr eingängig, kann man vielleicht auch gut verstehen, warum man das macht. Die gesamte Klimadiskussion, die wir haben, der weltweite Versuch, sich zu einigen auf Klimaschutz, zeigt, wie schwierig das ist, wenn denn dieses Jetzt für dann für andere kollektive Entscheidungen getroffen werden müssen. Denn auch da ist dieser Umverteilungsaspekt drin. Wer verzichtet heute? Wer investiert heute Geld? Und das ist auch eine Verzichtsleistung, weil dieses Geld eben nicht für andere Zwecke eingesetzt werden kann. Damit morgen, 2050, 2070, auf dieser Erde es ein Klima gibt, was immer noch lebenswürdig, lebensfähig für Menschen ist. Wenn wir einfach so weitermachen, haben wir heute einen Ressourcenverbrauch, oder wir haben heute einen Ressourcenverbrauch, der weder zeitlich noch räumlich verallgemeinerbar ist. Das heißt, weder können alle Generationen, noch können also alle derzeit Lebenden, das ist der räumliche Gedanke, noch können alle noch kommenden Generationen so viel Materie, so viel Ressourcen, so viel Rohstoffe, vor allen Dingen so viel fossile Rohstoffe einsetzen, wie wir das heute tun. Sie sehen hier den Bergsteiger, Sie sehen die Frage nach dem Horizont. Übrigens, wie weit kann man eigentlich über den Horizont gucken? Wessen Horizont ist das? Also jetzt für dann für andere, wer sind denn die anderen? Ja, solange die anderen die Familie sind, die genetisch verbunden sind, sind wir immer noch bereit, heute zu investieren oder Dinge zu unterlassen, damit die Familienmitglieder morgen und übermorgen einen Vorteil haben. Ob das nun der Waldbesitzer ist, die Ausbildungsversicherung ist oder überhaupt, dass Menschen Kinder in die Welt bringen, ist auch eine Art von Investition in das Morgen mit Verzichtsleistung auf das Heute. Bin ich bereit, meinen Horizont so weit zu sehen, dass ich sage, ich kaufe nur deutsche Gegenstände, was jetzt keine Empfehlung ist, weil ich der Meinung bin, dass das Geld hier in Deutschland bleiben sollte. Das wäre so eine, zum Beispiel eine Haltung, die man haben könnte, sagt, mein Horizont ist, ich versuche mein eigenes Land zu fördern, meine eigene Kultur. Was muss ich für eine Haltung haben, zu sagen, ich unterlasse heute eine Handlung oder ich investiere in etwas, damit nachfolgende Generationen lebenswerte Bedingungen haben. Das wäre das Wirkliche dann und andere. Soweit ist das alles zu denken. Wir haben damit an sich große Schwierigkeiten, würde ich sagen, das zu denken. Wir üben uns ja gerade erst in den letzten 5 bis 10 Jahren mit so einer Perspektive, aufgezwungen durch die ganze Frage des Klimaschutzes. Das ist dann der komplizierteste Entscheidungsprozess, den wir haben können. Denn hier kommen alle Begründungsmängel zusammen, dass ich eigentlich gar nicht genau sagen kann, welches ist die richtige Alternative. Ich weiß nicht, ob die Alternative wirken wird. Und ich weiß es nicht, ob alle bereit sind, das zu akzeptieren, dass wir heute investieren, heute etwas unterlassen, was in ferner Zukunft, in der wir gar nicht mehr leben, Vorteile bringt. Evolutionsbiologen würden ja immer sagen, dafür sind wir überhaupt nicht ausgerichtet, wir Menschen. Das können wir nicht, das haben wir nie gekonnt. Tja, aber wir haben die Bedingungen geschaffen, dass wir genau an diesem Punkt stehen. Und es sind die ganz kleinen Dinge dann eben auch, die sagen, unterlasse ich heute den Einsatz fossiler Energie, Heizen, Mobilität, weil es eben zum Klimawandel beiträgt. Und der Klimawandel verschlechtert die Lebensbedingungen der nachfolgenden Generationen. Das sind unsere kleinen Beiträge, die irgendwann mit Blick auf das Ganze sich vielleicht ändern müssen. Also langfristiges Entscheiden heißt, sich über den Mangel an globalem Horizont vielleicht in meinem Umfeld hinwegzusetzen. Kennen Sie jemanden, von dem Sie sagen würden, der hat einen solchen globalen Horizont?
Jetzt haben wir uns die vier Entscheidungstypen angeguckt. Wenn wir das jetzt alles auf ein Bild zusammenbringen, dann ist das das Angebot auf dieser Folie hier, wie Sie das sehen können. Fangen Sie mit der Mitte an. In der Mitte ist alles das, was uns jetzt zur Verfügung steht, knappe eigene Gegenwartsressourcen, unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, unser Geld, unsere sonstigen Ressourcen, die wir einbringen können, um unsere Zwecke zu erreichen. Und dann sehen Sie die Zwecklandschaft auf dieser Folie relativ groß aufgebaut. Das können gewünschte Wirkungen heute sein. Das können gewünschte Wirkungen morgen sein, immer für mich. Das können gewünschte Wirkungen für andere heute sein oder gewünschte Wirkungen für andere morgen. Also ich investiere in mein Umfeld. Aber jede Art dieser Investitionen muss ich aus dem knappen Topf der Gegenwartsressourcen machen. Und wenn ich nicht unheimlich reich bin, und wenn ich nicht unheimlich viel Zeit habe und wenn ich nicht unglaublich klug bin, dann muss ich mich permanent entscheiden, welche dieser Zwecke setze ich um und welche unterlasse ich. Und gerade das Nachhaltigkeitsthema weist uns aber darauf hin, dass wir sehr viel mehr in die Wirkung von morgen investieren müssten. Das Ganze geht aber nur auf Kosten der Wirkung heute. Wenn Sie die Deiche erhöhen, bringen Sie ganz viel Geld, müssen Sie ganz viel Geld investieren, das in den kommunalen Haushalten für andere Zwecke fehlt. Zum Beispiel für die Kindergärten oder für die Kindertagesstätten. Sie brauchen aber beides. Die Präferenzen sind also dann entscheidend. Das ist jetzt die vordere Seite der Abbildung. Jetzt für andere, jetzt für dann für andere Entscheidungen sagen. Will ich das? Also will ich Entscheidungen treffen, die über das heute und meinen Vorteil hinausgehen? Und was genau ist dieses Wollen dann? Das haben wir auch schon angesprochen in einem kleinen Interview zu sagen, das Wollen ist wahrscheinlich immer unterschiedlich. Und hier gibt es für den noch eine ganze Menge auch zu erforschen und zu erfragen, auch empirisch zu sagen, was ist eigentlich der Unterschied in diesem Wollen? Ob ich nur auf heute ausgerichtet bin? Okay, vielleicht noch auf heute, aber ich gebe auch was ab, tue Gutes und rede darüber. Ich weiß, dass das, was ich heute tue, auf morgen wirkt. Das heißt, ich berücksichtige in all meinen Entscheidungen die Wirkung morgen auf mich. Nehmen wir unsere Gesundheit beispielsweise. Ja, und das Letzte, das mit dem globalen Horizont. Gebe ich heute Zeit, Geld, Aufmerksamkeit da rein, dass nachfolgende Generationen, das wäre der weiteste Horizont, lebenswerte Bedingungen haben. Und was kann ich dann nicht mehr für die heutigen Zwecke erreichen? Die Abbildung soll Ihnen also zeigen, dass das erhebliche Zweck-Mittel-Dilemmata sind. Zweck-Mittel-Dilemmata heißt, wir haben sehr viel mehr Zwecke, wir haben sehr viel mehr Dinge, die wir erreichen wollen, vielleicht teilweise auch müssen, aber wir haben gar nicht genug Mittel dafür. Und das ist kein einfaches Auswahlproblem, mehr trinke ich Kaffee oder Tee, sondern alle diese Zwecke sind wahrscheinlich wichtig. Das heute und das morgen. Wir müssen uns entscheiden. Und dann kommen wir zurück zu dem, was wir schon auch im Kapitel 7 intensiver erarbeitet haben, die ganze Widerspruchslogik. Wo liegen die Dilemmata? Denken Sie daran, ein Dilemma ist formuliert und definiert, dass Sie sich zwischen zwei Optionen entscheiden müssen, aber beides gleichzeitig brauchen. Aber nur eins geht. Sie haben einen Pfeil und müssen zwei Zielscheiben treffen. Das geht nicht. Also müssen Sie sich entscheiden. Ich glaube, wenn man die Zeitung liest, mit dieser abstrakten Perspektive, werden Sie feststellen, dass ein Großteil der Diskussion, die Sie dort vorfinden, eine Frage ist nach der Priorisierung bei diesen Unvereinbarkeiten. Wessen Zwecke sollen denn eigentlich erreicht werden? Die der Manager, die der Unternehmen, die der Gesellschaft, mehr Rücksicht auf die Natur, die der Bildung. Wer legt das fest, wessen Zwecke die wichtigsten sind, wenn wir nicht alle Zwecke erreichen können? Und dann brauchen wir auch so Dinge, vielleicht überhaupt nicht mehr, Abdiskontierung, Barwertmethode, also solche Konstruktionen, Algorithmen, die uns sagen, dass alles das, was in der Zukunft liegt, weniger wert ist, als das, was heute da ist. Und deswegen werden unseren Investitionsrechnungen sehr viel stärker immer näher an das Heute heranrücken und sagen, besser jetzt und hier die Wirkung zu haben als unklare Wirkung für andere morgen. Und wir wissen ja auch nicht, wenn wir so etwas machen, sind die Wirkungen für das Umfeld wirklich gewollt. Das heißt, wir brauchen eine ganz andere Perspektive auf das, was um uns herum passiert. Wir müssen es auch gut verstehen können, was dort passiert. Ist Ihnen auch schon mal begegnet, dass Familienunternehmen gerne sagen, Sie beherrschen diese Langfristentscheidung, Sie sind nachhaltig, weil es Ihnen ja darum geht, dass Sie langfristig aus diesem Unternehmen Einkommen für die Familie bekommen können.
Die anderen sind die Familie, das muss sein die kleinste Einheit, die nächste Einheit und da wird schon immer Rücksicht genommen. Häufig dann eben auch auf die Mitarbeiter, weil man genau weiß, dass man auf sie angewiesen ist. Andersherum Kapitalgesellschaften, wo die Manager sehr schnell wechseln, haben wir immer die Vermutung, das läuft auf Kurzfristigkeit hinaus, weil es kein Wollen da ist, eine Zeit jenseits meiner eigenen Wirkungsmöglichkeiten als Manager zu überblicken und dort einen Vorteil zu schaffen und heute zu verzichten. Das Grundproblem wird in der Managementlehre meiner Ansicht nach hauptsächlich über die ganze Wertediskussion abgearbeitet. Verantwortung und Werte und welche Werte brauchen Manager. Das können wir jetzt hier nicht verfolgen. Mein Eindruck ist, alle Werte sind da. Wir kennen auch alle Werte. Und wir laufen in dasselbe Problem hinein wie bei unserem Prämissengerangel in den Entscheidungen, dass wir Schwierigkeiten haben, in einzelnen Fällen die Werte zu priorisieren. Was ist jetzt gerade wichtig? Außer vielleicht mein eigener Vorteil. Gucken wir uns das doch einmal an, das Dilemmapotenzial dieser verschiedenen Entscheidungstypen. Wir haben jetzt wieder eine volle Tabelle auf der Folie. Auf der horizontalen sind die Entscheidungstypen abgetragen und das Dilemmapotenzial ist dann auf der vertikalen abgetragen. Das heißt, es ist die Frage, wodurch entsteht das Dilemma jeweils. Und das Entscheidende bei diesen Dilemmata ist ja nicht, dass es ein Dilemma gibt, sondern dass egal wie Sie sich entscheiden, irgendetwas wird nicht erreicht. Das ist der Trade-off. Und dieser Trade-off ist eine Wirkung, die irgendjemand tragen muss. Irgendjemand bekommt etwas nicht, was in dem Moment aber vielleicht für ein gutes oder vielleicht für ein funktionsfähiges Leben wichtig wäre. Wer trägt die Trade-offs? Und die dritte Frage ist, wer legitimiert die Trade-offs? Das hat viel auch mit dieser Art der Begründung von Entscheidungen zu tun. Gucken wir uns das mal ganz schnell im Kurzen an. Jetzt für Selbstentscheidungen. Zu viele Zwecke treffen auf knappe Mittel, das setzt sich insgesamt noch fort. Und die anderen tragen den Trade-off einer Externalisierung von Kosten, also weitgehend Mensch und Natur. Burnout-Debatte, Klima, das heißt, die Unternehmen bezahlen nicht für alle Externalitäten, für alle soziale Kosten, die im Produktionsprozess entstehen. Und das haben wir wieder, diese Investitionsrechnungen drin, diese Budgetierung letztlich. Treffen wir dabei Entscheidungen, die fragen, was ist der höchste Nutzenbeitrag einer Alternative und die wählen wir dann. Eigentlich müssen wir dann gar nicht mehr wählen, weil in den Algorithmen, die wir angelegt haben, die Alternative rausgerechnet wird, die die beste ist. Die Verfahren wählen das Ganze. Legitimation, Kraftentscheidung, qua Entscheidung kann man das auch nennen. Das Ganze wird gravierender, wenn wir die jetzt für andere Entscheidungen nehmen. Da muss ich mal fragen, jede Einheit Zeit, jede Einheit Geld. Dann frage ich, geht die Wirkung an die andere, geht die Wirkung an mich? Geht sie an andere, habe ich sie nicht? Geht sie an mich, haben andere sie nicht? Ich kann das aber einsetzen, um anderen einen Ausgleich zu geben. Ich gebe der Gesellschaft etwas zurück. Andere bekommen einen Ausgleich für meine Externalisierung. Ich weiß, dass ich in den heutigen Produktionsbedingungen immer auch einen Teil Emissionen legal abgebe, die nicht reparabel sind. Ich glaube, dass das eine der stärksten Kräfte ist für diese jetzt für andere Entscheidungen, dieses Spenden, Sponsoring, etwas in die Gesellschaft hineingeben, dass man das Unternehmen genau wissen, dass es einen Ausgleich braucht für die Schäden, für die Wirkungen, die sie nicht ausgleichen können. Wer legitimiert das, dass diese Art Entscheidung getroffen wird, dass etwas abgegeben wird, dass umverteilt wird? Die Eigentümer. Denen, denen die Zeit gehört. Die müssen legitimieren. Und legitimieren heißt zustimmen, dass eine solche Entscheidung getroffen wird. Heißt immer zustimmen, dass die Eigentümer bestimmte Einheiten Geld und Zeit und Aufmerksamkeit nicht mehr bekommen, sondern andere. Jetzt für Selbstentscheidung. Ich kann eine Einheit Zeit, eine Einheit Geld entweder einsetzen, um heute meinen Vorteil zu haben oder morgen. Auch hier steht das Dilemma. Mache ich es für morgen, steht für das jetzt weniger Mittel zur Verfügung, heute. Wenn ich Deiche baue, gibt es weniger Geld für die Bildung oder gibt weniger Geld für andere. Das heißt, es gibt einen Trade-off heute. Aber auch hier ist es, wenn wir es auf Unternehmen beziehen, dasselbe. Investieren Unternehmen beispielsweise in regenerative Energien, langfristig in Technologien. Gibt es heute höhere Kosten, gibt es heute einen geringeren Gewinn, das müssen die Eigentümer legitimieren.
Und je mehr Eigentümer es gibt, umso schwieriger sind diese Legitimierungsprozesse bis hin zu den Aktiengesellschaften. Und jetzt wird dann für andere Entscheidungen, das kann ich hier nur ein bisschen anreißen, haben eigentlich eine ganz, ganz große Wirkung. Und diese Wirkung ist, dass sie eigentlich die Zwecke des Unternehmens, die Zwecke der Einkommensmaximierung in Frage stellen. Dahinter steckt die Frage nach anderen Zwecken. Da steckt die ganze Frage nach Gemeinwohlökonomie drin. Da steht die Frage nach einer prosperierenden Gesellschaft. Und da stehen ganz viele Fragen darin, inwieweit wir heute Ressourcen oder welchen Sinn unser heutigen Ressourceneinsatz hat in dieser Welt der knappen Güter. Trade-offs, mit Trade-offs umgehen, ist etwas, was wir noch nicht gut können. Können Sie das nachvollziehen, wie es Ihnen ergeht, wenn Sie einen Trade-off erleiden? Ich glaube, dass diese Frage des Trade-offs, die Frage dieser Entscheidungstypen, etwas mit Kompetenzen zu tun hat. Intuitiv würden Sie sagen, Kompetenzen, das ist die Frage der Fähigkeiten, also was müssen Menschen können. Ich führe Ihnen schon mal einen weitergehenden Kompetenzbegriff jetzt hier ein. Das werden wir dann im nächsten Kapitel, Kapitel 11 bei Sustainable Leadership, noch etwas genauer angucken. Intuitiv würden wir wahrscheinlich sagen, eine Person ist kompetent, wenn sie etwas kann. Das geht aber sogar noch viel weiter. Wenn wir sagen, dieses Können, das, was wir mitbringen, Erfahrung, das, was wir gelernt haben, Fähigkeiten, bestimmte emotionale Qualitäten, soziale Qualitäten, das umfassen wir alles als Dispositionen. Das sind erstmal alles Dinge, die da sind und die dann im Moment des Problemlösens so geschickt von dem Einzelnen kombiniert werden, dass er das Problem löst. Was soll das heißen? Das heißt, ob jemand kompetent ist. Können Sie nicht danach entscheiden, was er kann, sondern welche Art Probleme er gelöst hat. Hat er sich selbst beobachtet oder haben andere ihn beobachtet, wie er eine bestimmte Qualität von Problemen löst? Eine Person ist dann kompetent, wenn sie mit ihren Dispositionen ein vorhandenes Langfrist, weil wir das jetzt auf unser Thema hier beziehen, Problem lösen kann und andere das durch ihre Beobachtung bestätigen. Das Bild sieht vielleicht etwas komisch für Sie aus. Sie bringen etwas mit, das sind die Dispositionen, die wir haben, und die übersetzen Sie im Moment der Problemlösung in eine Performance. Und eine Performance, wir kennen das, der Alltagsbegriff, Performance ist die Vorstellung, wer stellt wie sich vor, das heißt, wer erzeugt welche Wirkung. Performanzen ist wirklich das, was als Lösung erreicht werden soll. Das ist die Performance. Und kommen in Kompetenz eine selbstorganisierte Herstellung der Einheit der Differenzes. Klingt schwierig, bedeutet das, kompetente Menschen können ihre Qualitäten, ihre Dispositionen so geschickt einsetzen, dass sie diese Probleme lösen. Aber sie müssen das selber machen. Was bedeutet das jetzt für dieses Thema Langfristentscheidung? Welche Dispositionen müssen da sein oder sollten da sein? Da die Literatur sehr viele Kompetenzbegriffe verwendet und Kompetenzvorstellungen hat, geht das begrifflich alles ein bisschen durcheinander. Es ist nie genau so auf den Punkt zu bringen. Aber ich biete Ihnen mal wieder eine Tabelle an, denn ich frage, was sind denn die entscheidenden Dispositionen? Im Kopf, das wären die kognitiven Leistungen im Entscheidungsprozess. Affektive Leistung ist die ganze Welt der Emotionen. Und moralische Leistungen oder moralische Dispositionen. Wenn da Kohlberg steht, dann ist das eine ganz bekannte Unterscheidung von Moralstufen, die etwas damit zu tun haben. Wie weit geht meine Bereitschaft, Rücksicht zu nehmen? Und wie weit ist die Frage, wie weit in der Zeit und wie weit im Raum geht sie? Nur auf den mir gerade gegenübersteht oder aber auch für auf nachfolgende Generationen, die es noch gar nicht gibt? Ja, was muss ich können? Wie könnten wir das fassen für die unterschiedlichen Entscheidungstypen, also kognitiv, was muss ich im Kopf haben? Wenn Sie das jetzt hier mitlesen, lesen Sie es horizontal, weil die Unterscheidung dann deutlicher ist. Jetzt für jetzt muss ich diesen rationalen Entscheidungsprozess unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten gestalten können. Wenn ich jetzt für andere Entscheidungen treffe, dann gibt es diese andere ja schon, weil ich ja im Heute bin. Das heißt, auch hier gibt es einen Aushandlungsprozess, einen rationalen Entscheidungsprozess mit den Mittelempfängern. Übrigens, die Mittelempfänger müssen auch in der Lage sein, diesen ganzen Prozess des Gebens rational klug mit zu verarbeiten, also nicht nur zu fordern.
Wenn es um jetzt für dann für Selbstentscheidungen geht, ist die Frage, wie überwinde ich die fehlende Kausalität? Also, dass ich nicht genau weiß, welche Wirkung eintritt. Ich muss mich so weit wie möglich schlau machen. Was gibt es denn für Ursache-Wirkungsketten? Was können wir denn wissen? Welche Kausalitäten sind denn da und bekannt? Und bei jetzt für dann für andere Entscheidungen fange ich an, zwei Dinge gleichzeitig zu sehen, nämlich mich selbst, mein Horizont, mein Unternehmen eingebettet in das Ganze. Das Unternehmen eingebettet in die Gesellschaft. Und alles, was ich für mich tue, hat irgendwelche Auswirkungen für mein Umfeld. Heute oder eben auch in der Zukunft. Emotional ist das die Frage, bin ich bereit, mich überhaupt auf mein Umfeld mit einzulassen. Bei jetzt für dann reicht es aus, bei jetzt für jetzt reicht es aus, wenn ich maximiere, das ist auch klug, und optimieren will, es soll viel bei rauskommen. Wenn ich andere mit hineinnehme, muss ich überhaupt einen Zugang zu den anderen haben, schon so eine Art auch Mitgefühl, Partner sein zu wollen, teilen zu wollen, bei jetzt für dann für Selbstentscheidungen Belohnungsaufschub ertragen wollen. Also wissen, dass ich heute investiere und dass es dann eine lange Wirkungsstrecke gibt, die ich nie wieder schaue und dann passiert etwas. Oder vielleicht auch nicht. Außerdem brauche ich ein ganz positives Zukunftsbild. Es lohnt sich, in das morgen zu investieren. Morgen wird auch gut. Und deswegen kann ich heute schon Rücksicht nehmen. Und das Morgen wird nicht nur für mich gut, sondern es wird insgesamt eine Entwicklung geben, wo wir uns alle sehr viel besser aufeinander abgestimmt haben. Alles ist besser eingebettet, funktionelle Passung füreinander ist hergestellt. Ich weiß, dass ich ja Teil eines großen Ganzen bin. Und die moralische Leistung ist die Frage, wie viel Rücksicht kann ich nehmen? Wie viel Rücksicht will ich nehmen auf andere? Wie weit geht die Rücksicht? Geht sie nur auf den instrumentellen Austausch, das gegenseitig Nützliche mit dem Menschen mir gegenüber? Kooperiert er, kooperiere ich? Zahlt er, bekommt er auch seine Leistung? Wenn ich mit anderen teile, hat das ganz viel damit zu tun, was erwartet mein Umfeld, das ich tue? Interpersonelle Orientierung an moralischen Erwartungen anderer. Ist das so, dass heute davon ausgegangen wird, dass man teilt? Das Unternehmen teilen? Corporate Giving, englischer Begriff für Spenden, dass bestimmte Mengen abgegeben werden. Jetzt für dann für Selbstentscheidungen sind, weil es um Zukunftsoptionen geht, Vorteilssicherung etwas, was in diese Geschichte hineingeht, zu sagen, wie ist denn die soziale Ordnung morgen? Wie wirkt denn das, was ich heute tue, auf die soziale Ordnung morgen? Wie ist mein Umgang mit dem Rechtssystem? Was bedeutet das, so wie ich mit dem Rechtssystem umgehe, wie ich klage, wie ich versuche, mein Recht zu holen, insgesamt für das Rechtssystem morgen? Na, wenn ich mit dem großen Ganzen beschäftigt bin, dann brauche ich eine moralische Qualität, die das Ganze in den Blick nehmen kann. Eine autonome Orientierung an universalen ethischen Prinzipien. Das ist riesengroß. Zum Abschluss ein paar Hinweise noch auf die Frage, was bedeutet das für die Entscheidungsorganisation? Entscheidungsorganisation heißt jetzt, bislang haben wir so gedacht, da sitzt ein Mensch und der entscheidet sich. Und vielleicht sitzt auch eine Gruppe von Menschen da, aber da sind wir schon bei Entscheidungsorganisation. Also wie mache ich das im Unternehmen? Wie strukturiere ich die Entscheidungsprozesse, dass sie in der Lage sind, so etwas wie Nachhaltigkeit mit aufzunehmen? Das Wollen ist jetzt schwer zu gestalten. Wollen die Führungskräfte diesen Nachhaltigkeitsgedanken aufnehmen? Lassen es die Umstände zu? Dass, und jetzt geht es los, bei allen Problemen, wie ich sie für mein Unternehmen definiere, ich Dilemmata zulasse. Oder definiere ich die Probleme immer schon so, dass gar keine Dilemmata drin sind? Nachhaltig verhalten wir uns dann, wenn es ökonomisch Erfolg bringt. Dann sind alle Widersprüche rausdefiniert. Wenn ich das Problem so definiere, ich mache nur das, was auf dem Markt erfolgreich ist. Ich mache nur das, was der Kunde will. Ich mache nur das, was der Lieferant will. Da sind wir an einem gegenseitig nützlichen Austausch und weiter komme ich nicht, habe ich alle Dilemmata wegdefiniert. Ich lasse sie gar nicht zu. Wenn ich sie aber zulasse, habe ich Probleme, sehr viel komplexere Probleme definiert. Dann kommen wir bei der Lösungssuche zu diesen Punkten, die wir im Kapitel 7 ausgearbeitet haben, dass ich Spannungen bewältigen kann, dass ich den Baukasten des Widerspruchsmanagements beherrsche. Sequenzialisierung, Segmentierung, Balancierung, dass ich weiß, wann ich welche Seite gewählt habe und dass ich auch beobachten kann, wer trägt den Trade-off. Und wenn ich die Alternativen bewerte, dann mache ich das ganz stark mit dem Punkt, wird das Umfeld zustimmen?
was kommt auf mich zurück, wenn ich das Grundwasser um mich herum, zwar legal, aber mit bestimmten Emissionen versehe, habe ich dann in 5 Jahren ein Problem mit sauberem Wasser. Und ganz allgemein die moralischen Maßstäbe. Was zählt heute jenseits der Legalität? Ganz wichtig. Legal muss ich mich immer verhalten. Was wird darüber hinaus entwartet? Dadurch werden alle Entscheidungsprozesse komplizierter im Unternehmen. Und diese komplexen Entscheidungsprozesse brauchen mehr Kapazität. Ich muss länger nachdenken, ich muss mit mehr Menschen darüber nachdenken. Und wenn ich wirklich die Nebenwirkungen meines Handelns im Blick nehme, dann muss ich auch mit denen reden, die diese Nebenwirkungen ertragen. Die Trade-off-Betroffenen stimmen im Idealfall. Im Idealfall heißt in einer Argumentation mit hoher ethischer Qualität zu, dass sie jetzt und in dem Moment diesen Trade-off tragen. Und damit sie das nicht permanent tun, muss ich meine Entscheidung beobachten. Das ist Entscheidungsmonitoring, das Bild, was Sie auch auf der Folie sehen. Ich muss wissen, wie habe ich gestern, wie habe ich vorgestern entschieden und wer hat diese Entscheidung und wer hat in dem Moment die Trade-offs getragen. In diesem letzten Teil der Veranstaltung hat mich besonders interessiert, dass es da auch um die eigene Person ging. Sie haben da ja sehr viel von den Kompetenzen und Ressourcen gesprochen, die eine jede Person in den Entscheidungsprozess mit einbringt. Wie könnte ich diese Ressourcen und Kompetenzen eigentlich auch entwickeln oder fördern? Wie weit würde die Universität mich auch dabei unterstützen? Welche Studiengänge wären da zum Beispiel von Vorteil? Ich glaube, es ist noch nicht mal eine Frage des Studiengänges. Wir würden uns ja eigentlich vorstellen, so aus der Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass jeder das bekommt. Aber was kann die Universität wirklich zu dem leisten, was ich gerade so aufgezählt habe als Kompetenzen, als Dispositionen? Eigentlich ist unser ganzes System ja nur ausgerichtet, ihren Kopf zu schulen. Sondern immer im Kopf bleiben. Überdenken und das heißt Kausalitäten abliefern können. Also auf der kognitiven Schiene sind Sie an der Universität mit einem Studium immer richtig. Aber diese anderen beiden Stufen, affektiv, was ist mit ihrem ganzen Gefühlsleben, was ist mit der Moral? Ja, da tun wir uns enorm schwer. Das machen wir auch immer nur indirekt. Wir bieten ihnen auch nur Reflexionen an, was gibt es alles dazu. Mhm. Aber stellen Sie vor, ich müsste jetzt prüfen, wie weit ihre Moral geht. Also wir tun uns da ganz, ganz schwer. Das ist diesen umfassenden Lernbegriff, diesen umfassenden Orientierungsbegriff auf Nachhaltigkeit, den haben wir noch nicht. Ja. Neben diesen Ressourcen und Kompetenzen, die Sie gerade angesprochen haben, gehen Sie auch immer wieder auf die Wirkung von anderen ein, die meine Entscheidung haben. Besteht da ein gewisser Dualismus, dass ich sagen kann, okay, das eine ist quasi mehr wert als das andere oder müsste ich quasi beides gleichwertig in diese, also in meine Entscheidung mit einbeziehen? Letzteres. Ich finde die Frage ganz gut. Ich würde sie einfach verallgemeinern und würde sagen, bei allem, was wir tun, müssen wir reflektieren, was sind die Hauptwirkungen? Mhm. Das ist das, was ich haben möchte. Gut, das können auch für andere sein, aber sagen wir mal, das ist für mich. Und was sind die Nebenwirkungen? Und diese Nebenwirkung ist dieser Prozess, das ist das, was Sie vielleicht erleiden müssen, weil ich bestimmte Ziele für mich erreichen möchte. Über die Nebenwirkung kommt immer der andere mit in unseren Prozess hinein. Wenn es den anderen nicht gibt, weil er noch nicht lebt, wenn der andere nicht reden kann, weil es die Natur ist, dann kommen wir genau an diese Punkte hin. Wie schaffen wir das denn, diesen anderen in unsere Entscheidungsprozesse mit hineinzunehmen? Ja. Und ihn dort zu berücksichtigen? Das ist nicht einfach. Aber ich würde das so weit ausdrücken und sagen, letztlich kommt es darauf an, dass wir in Haupt- und Nebenwirkungen denken können. Meine letzte Frage würde sich nochmal auf den Rahmen der Begründung beziehen. Sie haben da von auch der Spiritualisierung der Begründung gesprochen. Könnten Sie diesen Begriff noch einmal näher erklären? Mir kommt er da ganz fremd vor in diesem Zusammenhang. Spiritualisiert war am Ende dieser Begründungswege. Erst mussten sie ritualisiert werden, dann inszeniert, dann heroisiert und dann spiritualisiert werden. Das sind große Begriffe und mit Spiritualität verbinden die meisten also eine große Nähe zur Religion und zu Gott. Ich würde das ein bisschen offener bezeichnen und würde sagen, das ist eine Fähigkeit, das große Ganze sehen zu können. Mhm. Und das große Ganze ist mehr als das große materielle Ganze. Also nur zum Beispiel den blauen Globus anzugucken. Wir wissen inzwischen auch, es gibt eben auch eine immaterielle Welt, es gibt Bewusstsein, es gibt das Transzendente und das gehört zu dem großen Ganzen dazu.
und Spiritualität meinen. Gründe müssen spiritualisiert werden. Sie müssen sozusagen das materielle Hiersein überschreiten und auf sehr viel mehr verweisen. Das ist damit gemeint. Das kann Religion beinhalten. Das kann auch ein bestimmtes Gottesbegriff beinhalten. Es kann aber auch einfach die Vorstellung eines großen Geistes beinhalten. Es geht deutlich über das hinaus, was wir tun, mit dem Nutzen für uns und für unser kleines Umfeld. Es ist ein Beitrag zu dem richtig großen Ganzen. Ja, dann danke ich Ihnen an dieser Stelle vielmals für die Beantwortung meiner Fragen. Ich hoffe, den anderen Studierenden geht es auch so, dass all Ihre Fragen abschließend geklärt werden konnten zu diesem Kapitel. Und wir freuen uns auf das nächste.